Im Herzen Europas liegt die Schweiz. Sie ist ein kleines, großes Land. Klein an Fläche, aber groß an Naturschätzen. So vielfältig wie ihre Sprachen und Kulturen sind auch ihre Landschaften. Ob mächtige Alpen, dichte Wälder, geheimnisvolle Moore oder rauschende Wasserfälle. Die Schweiz hat viele Gesichter. Bekannte und verborgene. Sie ist ein Land voller überraschender Vielfalt, Wildnis und Schönheit. Das Wasserschloss Europas, so wird die Schweiz auch genannt. Besonders für das Berner Oberland und die angrenzenden Gebiete trifft der Name zu. Ohne das Wasser der Alpen wäre Europa wüst und leer. Millionen Menschen müssten dursten. Die Landwirtschaft säße in riesigen Gebieten auf dem Trockenen. Europas größte Flüsse, Rhein, Rhone, Donau und Po, würden versiegen. Rund 260 Kubikkilometer Wasser fließen jährlich aus den Alpen herab. Jedes Jahr mehr als 5 komplette Bodenseen. Die Berge der Schweiz spielen dabei eine zentrale Rolle. Das Abschmelzen von Schnee, Eis und Gletschern bewässert Europa. Aber die Berge wirken auch als Regenfänger. Die feuchte Atlantikluft prallt gegen die Gebirgswände und regnet dort ab. Zu den schönsten Folgen dieser Niederschläge gehören die Bergseen. Manche, wie der Bachalpsee oberhalb von Grindelwald, sind bis in den Sommer hinein mit Eis bedeckt. Das Leben hat es schwer in solchen Seen. Zu kalt ist das Wasser, zu lang ist der Winter. Und viele dieser magischen Orte sind extrem abgelegen. Niemals legt hier ein Wasservogel eine Rast ein, der zufällig ein paar Fischeier im Gefieder mit sich herumträgt. Manche dieser Seen wirken daher wie eine Wüste unter Wasser. Bekanntlich kann sich das Wetter in den Bergen innerhalb von Minuten ändern. Über grauen Himmel, diesige feuchte Luft und Regenfälle freut sich kaum jemand, bis auf ein ganz spezielles Tier. Bei so einem Wetter jagt man nur den Alpensalamander vor die Tür. Er ist zwar geborener Alpenbewohner, aber das heißt noch lange nicht, dass er gut klettern kann. Bei 85% Luftfeuchtigkeit kommen die eigentlich nachtaktiven Tiere auch tagsüber heraus. Und dann sieht es manchmal so aus, als würde es Salamander regnen. Will er zurück in seine Höhle, schrecken ihn auch die steilsten Felswände nicht ab. Ein neuer Versuch. Fast hat es geschafft.
Seine empfindliche Haut, die ihn mit Giftdrüsen vor Fressfeinden schützt, muss unbedingt feucht bleiben. Deswegen ist es für ihn wichtig, seinen Unterschlupf zu erreichen, wenn das Wetter wieder schön wird. Bevor die Sonne scheint, verschwinden die Salamander spurlos. Bis zum nächsten Regen. Auf Sonne und die Insekten, die dann kommen, wartet das Mannsschild. Die gelben Blüten signalisieren den Bienen, ich möchte bestäubt werden. Die rosafarbenen dagegen sagen, weiterfliegen, hier gibt's nichts mehr zu befruchten. Alpenblumen brauchen spezielle Strategien, um die harschen Bedingungen zu überstehen. Sie ist eine der berühmtesten Blumen der Welt, der Alpenmythos Edelweiß. Das typische Schimmern der Blätter rund um die Blüte stammt von winzigen Luftblasen. Sie reflektieren das Licht, locken dadurch Insekten an und schützen die Blätter vor der harten UV-Strahlung. Wenn die Straußglockenblume blüht, ist sie dem Tod geweiht. Manche wachsen 10 Jahre lang, bevor sie einmal blühen und dann sterben. Haare dienen bei Alpenblumen als Schutz vor schädlichem UV-Licht, das im Gebirge stärker ist, und vor dem Austrocknen in dünner Luft und bei trockenen Föhnwinden. Nicht jeder Enzian blüht blau. Doch die kräftige Farbe bietet einen hohen Sonnenschutzfaktor. Und, für die Pflanze angenehmer Nebeneffekt, Bienen finden das Blau unwiderstehlich. Der Rosenwurz braucht weder andere Rosenwurzpflanzen noch Insekten zur Vermehrung. Zur Not vermehrt er sich ohne Partner. Auch eine Anpassung an das entbehrungsreiche Leben im Gebirge. Sie sehen so harmlos aus, die bunten alten Blümchen, und sind doch Spezialisten mit raffinierten Überlebensstrategien. In der Schweiz heißen sie Alp, die meist idyllisch wirkenden Bergweiden und die dazugehörenden Höfe. Das Vieh verbringt hier den Sommer, während ihre Milch in den berühmten Alpkäse verwandelt wird. Über 100.000 Milchkühe verbringen den Schweizer Sommer auf einer Alp. Schon seit der Bronzezeit bringen Bauern ihre Rinder zur sogenannten Sömmerung ins Gebirge. Die sattgrünen Wiesen mit den vielen duftenden Kräutern erwecken den Anschein eines natürlichen Biotops, aber das täuscht. Alpwiesen sind eine Kulturlandschaft. Ohne die Bewirtschaftung und Pflege würde der Wald die Wiesen zurückerobern. In manchen Regionen ist die Erde zu feucht. Die Kühe sinken hier beim Grasen tief ein. Manche Bauern halten darum ganz spezielles Vieh. So beeindruckend die Tiere auch aussehen, schottische Hochlandrinder sind kleiner und leichter als ihre Artgenossen. Sie geben hervorragendes Fleisch, aber leider nur wenig Milch. Hier auf der Imbrigalp haben die Kühe Nachtschicht. Weil tagsüber Stechfliegen und Pferdebremsen plagen, grasen die Kühe des Nachts und gehen am Morgen zurück in den Stall. Jede kennt ihren Platz und weiß, was sie zu tun hat.
Sohn auf der Berge noch stund. Oh, wie sie Gletscher so rot. Oh, wie sie Gletscher so Die mächtigen Kolosse der Viertausender in der Jungfrauregion sind auch im Sommer mit Eis und Schnee bedeckt. Nur wenige Pflanzen und Tiere sind in der Lage, hier zu überleben. Die Schneehühner sind so etwas wie die Chamäleons der Berge. Im Sommer nimmt ihr Federkleid die Farbe der Felsen an. Naht der Herbst und damit der erste Schnee, kommen die ersten weißen Federn durch. Nach und nach setzt sich Schneeweiß als Farbe der Saison durch. Man könnte meinen, das Wälzen im Schnee färbt die Hühner weiß. In Wirklichkeit helfen die Schneebäder, die juckenden Sommerfedern loszuwerden. Die perfekte Anpassung an Fels, Schnee und Eis ist kein Wunder. Die Vögel sind Relikte aus der Eiszeit und sind somit genauso lange Teil der Alpen wie viele Gletscher. Im Winter wird das Schneehuhn schließlich praktisch unsichtbar. So mancher Wanderer erlebte schon einen Riesenschrecken, weil ein perfekt getarntes Schneehuhn erst im letzten Moment vor dem unbeabsichtigten Tritt davonflatterte. Den Sommer verbringen die Schneehühner meist oberhalb von 3000 Metern. Nur während der Sommermonate klettern die Temperaturen hier am Jungfraujoch auf über 0 Grad. Aber selbst im Juli gibt es an 18 Tagen Frost. Diese arktischen Bedingungen hindern manche Vögel nicht daran, hier zu leben. Die Alpendohle ist im Hochland der asiatischen Taklamakan-Wüste genauso anzutreffen wie im Balkan, den Pyrenäen und dem afrikanischen Atlasgebirge. Sie brütet in Höhen bis zu 3800 Metern. Am Jungfraujoch lebt eine recht große Kolonie, dank 1 Million Touristen und deren Frühstücksbrötchen, von denen immer etwas abfällt. Drei große Eisströme fließen unterhalb des Jungfraujochs zusammen und bilden einen 900 Meter dicken Eispanzer. Vielleicht gibt es die Alpengletscher bereits seit 2,5 Millionen Jahren. Es erscheint angesichts dieser Bilder unvorstellbar. Die Ewigkeit dieser Eismassen ist zu Ende. Das Eis wird kontinuierlich weniger. Seit 1850 ging die Eisdicke um 100 Meter zurück. Schuld daran ist der Klimawandel, die die Schweiz heftiger trifft als die meisten anderen Länder der Welt.
Auch unten im Tal bei Grindelwald kann man Zeichen des Klimawandels entdecken. Am Fuße des Mettenberges tragen manche Sträucher ein Kleid aus feinster Seide. Viele dieser zart beseideten Bäume und Büsche sind außerdem ratzekahl gefressen. Die Raupe der Gespinstmotte hat sich hier ausgebreitet. Sie liebt es heiß und trocken und profitiert vom Klimawandel. Mit dem großflächigen Seidenüberzug schützt sie sich vor Regen und Fressfeinden. Das alles stört die befallenen Bäume kaum. Sobald die Raupe als Schmetterling fortfliegt, treiben die Bäume neu aus. Die Schlupfwespe ist der größte Feind der Raupen. Sie platziert mit ihrem Legestachel ein Ei in einer Raupe. Die Wespenlarve wächst dann in der Raupe heran und frisst sie bei lebendigem Leibe auf. Ist das Seidengespinst besonders dick, hat die Schlupfwespe keine Chance. Der Legestachel kommt nicht durch. Seit sich das Klima erwärmt, sieht man solche Gespinste öfter und es sind größere Flächen betroffen. Einen dramatischeren Beweis für den Klimawandel bilden die Gletscher. Rund 5000 Gletscher bedecken die Alpen. Sie sind nach den Ozeanen die größten Wasserspeicher der Erde. Gletscher speichern fast 3/4 des gesamten Süßwassers. Ihr Gewicht verbiegt Fels und schleift ganze Berge ab. Aber sie schrumpfen. Etwa die Hälfte der schweizerischen Gletscherfläche ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts verschwunden. Im Sommer 1744 malte der Schweizer Caspar Wolff den unteren Grindelwaldgletscher. Doch den Gletscher gibt es so heute nicht mehr. Geltenhorn und Geltengletscher im Lauenental sind heute kaum noch wiederzuerkennen. Von Eispanzer und Firnflächen sind nur noch kümmerliche Schneereste übrig. Ganze Bergpanoramen hat die Klimaerwärmung verändert. Die beiden Grindelwaldgletscher reichten früher bis zur Talsohle hinunter. Die Menschen verkauften das Eis zum Kühlen von Lebensmitteln bis nach Paris. Im Jahr 2007 war das Gletschereis bereits ziemlich weit abgeschmolzen, der Talboden hunderte Meter entfernt. Und heute? Vom früher so mächtigen oberen Grindelwaldgletscher ist vom Tal aus kaum noch etwas zu sehen. Die Schwarze Lütschine fließt heute dort, wo vor gar nicht langer Zeit noch dickes Eis das Tal füllte. Von den Eismassen glatt geschliffene Felswände zeugen noch vom alten Gletscher. Er war eine der ersten großen Touristenattraktionen der Schweiz. Längst vergangene Pracht. Ein Ende der Klimaveränderung ist nicht in Sicht. In etwa 80 Jahren werden voraussichtlich nur noch die größten Gletscher übrig sein. Ursache ist die Erderwärmung, natürliche und menschengemachte.
Der Steingletscher am Sustenpass ist im Vergleich zu den anderen ein wahrer Sprinter. Er hat sich im Laufe eines Jahres schon einmal um mehr als 150 Meter zurückgezogen. Damit gehört er zu den am schnellsten schwindenden Gletschern der Schweiz. Bevor das Schmelzwasser austritt, fließt es unter dem Eis Richtung Talsohle. Dabei nimmt es zerriebenes Gestein mit und verlässt als Gletschermilch das Gletschertor. Manchmal kann man das Gletschertor betreten, wegen ständiger Einsturzgefahr ein gefährliches Unterfangen. Wanderer, die nicht als Ötzi enden wollen, nehmen besser Abstand davon. Die Welt unter dem Gletscher ist eine vergängliche. Diese Eisskulpturen sind einem ständigen Wandel unterworfen. Nicht lange und sie werden verschwunden sein. Doch der Steingletscher zeigt nicht nur die Schönheit der Natur, er zeigt auch ihre Gefährlichkeit. Die abschmelzenden Gletscher hinterlassen nämlich vielfältige Gefahren für den Menschen. An den Flanken kann es zu Eis- und Bergstürzen kommen, weil das zurückweichende Eis die Felswände nicht mehr stützt. Und auch das Schmelzwasser kann gefährlich sein. Überall in den Alpen entstehen neue Seen. Manche entleeren sich in katastrophalen Flutwellen, die mit großer Zerstörungskraft in die Täler stürzen. Der obere Steinsee ist bislang nicht ausgebrochen, der untere bereits zweimal. Nicht weit vom Steingletscher entfernt meandern Schmelzwasserbäche durch eine Ebene. Hier hat sich im Kleinen eine mysteriöse Katastrophe abgespielt, ein Kriminalfall der Natur. Dieser kleine Schmelzwassertümpel ist voller Leichen. Was hat hier massenweise Frösche dahingerafft? War es vielleicht ein Virus? Oder der Hautpilz, der Frösche auf der ganzen Welt tötet? Gruselig. Auch Insektenlarven und Fische sind dem unheimlichen Killer zum Opfer gefallen. Was ist hier geschehen? Die Lösung des grausigen Rätsels beweist, die Natur ist nicht grausam, sie ist nur schrecklich gleichgültig. Mitten in der Paarungszeit der Frösche war der Schmelzwassertümpel bis zum Grund zugefroren. Die Tiere mussten ersticken. Doch die Geschichte hat ein Happy End. Vor ihrem Tod konnten sich einige Frösche noch paaren. Geschützt von ihrer Gelhülle haben viele Froschlarven den tödlichen Frost heil überstanden. Auch in Zukunft wird es also Frösche am Steingletscher geben. Thank you.
Die immensen Mengen Wasser in den Schweizer Alpen in Form von Schnee, Eis, Regen, stehenden und fließenden Gewässern gestalten das Gebirge seit Millionen von Jahren immer wieder neu. Das Wasser schleift und spült ganze Täler aus dem Fels. Gefrierendes Wasser in Ritzen und Spalten sprengt das Gestein. Mitgerissene Felsen, Steine und Sand, das sogenannte Geschiebe, hilft dabei, ganze Landschaften zu formen. Dabei entstehen im Laufe der Zeit einzigartige Naturwunder. Hier zeigt das Wasser, wozu es nach Jahrtausenden Kleinarbeit fähig ist. In der Eiszeit hat das Schmelzwasser des Aare-Gletschers nicht weniger als 7 tiefe Schluchten in einen Felsriegel geschnitten. Eine dieser Schluchten bildet heute das Bett des Flusses Aare. Für manche ein gruseliger Ort. Die Schlucht soll Heimat des Fabelwesens Tatzelwurm gewesen sein. Bis zu 180 Meter ragen die Felswände hier auf. Die engste Stelle ist nur einen Meter breit. Die Aare fließt hier relativ ruhig durch die Schlucht. Aber Schmelzwasser aus dem Hochgebirge kann auch anders. Der Trümmelbach hat mit dem Wasser von Jungfrau, Mönch und Eiger nicht weniger als 10 Wasserfälle in den Fels gegraben. Über 20.000 Tonnen Geschiebe pro Jahr haben eine teils unterirdische Klamm geschaffen, in der das Wasser mit unbändiger Wucht wütet. Doch selbst in diesem Chaos aus Wirbeln, Strudeln und infernalischem Donnern gibt es Momente poetischer Schönheit. Es ist kein Wunder, dass diese unglaubliche Landschaft viele Künstler und Schriftsteller inspiriert hat. Am Reichenbachfall ließ Sir Arthur Conan Doyle seinen Meisterdetektiv Sherlock Holmes sterben. Die Reichenbachfälle, schrieb er in seiner Geschichte Das letzte Problem, machen einen wirklich grauenerregenden Eindruck. Der Bach, durch die schmelzenden Schneemassen geschwellt, stürzt in einen furchtbaren Abgrund, aus dem der Schaum emporwirbelt. Die ungeheure, von glänzenden kohlschwarzen Felsen umsäumte Kluft verengt sich schließlich zu einem brodelnden Kessel von unberechenbarer Tiefe. Man wird schwindelig vor dem unablässigen Donnergetöse der riesigen weißen Wassersäule. Nicht weniger als 72 Wasserfälle stürzen ins Lauterbrunnental hinab, einer imposanter als der andere. Gletscher frästen das Tal in das Gestein. Die fast senkrechten Felswände sind mehrere hundert Meter hoch. Nicht immer kommt das Wasser des Staubbachfalls auch tatsächlich unten an. Oft genug wird es vollständig vom Winde verweht. John Ronald Reuel Tolkien hat das Lauterbrunnental in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts besucht. Ihn beeindruckte das Tal derart, dass er sich von ihm inspirieren ließ.
In seiner Trilogie Der Herr der Ringe gibt es auch eine Stadt, die von hohen Felswänden umgeben ist, von denen Wasserfälle stürzen. Bruchtal, die Stadt der Elben. Hat das Wasser die Berge erst einmal verlassen, ist es mit dem Tosen, Donnern und Schäumen zunächst vorbei. Die weiße Lütschine fließt recht zahm in Richtung Aare. Die Aare ihrerseits ist bereits seit Verlassen der Schlucht ein langer, ruhiger Fluss. Dazu trägt ihre Kanalisierung bei. Böse Zungen behaupten, die Aare sei kein Fluss, sondern ein 288 Kilometer langer Produktionsstandort der Energiewirtschaft. Zahlreiche Wasserkraftwerke stauen sie, wie hier am Bieler See, durch den sie hindurchfließt. Das hat sie nicht immer getan. Ein künstlicher Kanal zwingt sie dazu. Nur gerade geht es weiter in Richtung Rhein. Doch Kraftwerken und Kanalisierung zum Trotz, an einigen Stellen zeigt die Aare auch ihr natürliches Gesicht. In Naturschutzgebieten wie etwa der Auenlandschaft Alte Aare darf zumindest ein kleiner Teil des Aarewassers fließen, wie es will. Naturschutz mit Hintergedanken. Die Auenlandschaft bietet Überflutungsflächen und schützt die Menschen und ihre Dörfer vor Hochwasser. In solchen Auen finden sich zahlreiche Tümpel und Teiche voller Leben. Nicht jedes Tier erkennt jeder auf den ersten Blick. Kaulquappen kommt man normalerweise nicht so nah wie in diesen Aufnahmen. Oben in den Bergen dauert es manchmal ein Jahr, bis sich Kaulquappen zum Frosch entwickeln. Dann müssen die Froschbabys den harten Winter überstehen. Unten im Mittelland geht es wesentlich schneller. Sonnenwärme und reichlich Futter in Form von Pflanzenteilen verkürzen die Verwandlung der Kaulquappen auf ein paar Wochen. Sobald die Beine gewachsen sind, ist der zukünftige Frosch bereits gut erkennbar. Aber noch hat die Kaulquappe Kiemen wie ein Fisch und könnte an Land nicht überleben. Seine letzte Verwandlung verläuft komplett gegen den aktuellen Zeitgeist. Er wird vom Vegetarier zum überzeugten Fleischfresser. Einer, der lange verschwunden war, taucht nun immer häufiger in der Schweiz auf. Er hinterlässt deutliche Spuren. Bei Tage bekommt man ihn kaum zu Gesicht. Man muss schon warten, bis es dunkel wird, wenn man einen Blick erhaschen will. Dass man den Biber wieder häufiger beobachten kann, ist ein Ergebnis erfolgreicher Wiederansiedlung. 141 Biber wurden seit den 50er Jahren in der Schweiz ausgesetzt. Aus ihnen sind mittlerweile etwa 3000 geworden. Sie
Sie sind berüchtigte Waldarbeiter. Weil sie nicht klettern können, fällen sie die Bäume, um an die leckeren Blätter heranzukommen. Finden sie den Wasserstand in ihrem Heimatgewässer zu niedrig, errichten sie wirkungsvolle Staudämme. Das gefällt nicht jedem. Biber fressen nichts anderes als Pflanzen. Dabei sind sie nicht wählerisch. Alles, was grün ist, scheint ihnen zu schmecken. Nicht weniger als 300 verschiedene Pflanzenarten stehen auf ihrer Speisenkarte. Biber sind nicht gerade Party-People. Sie leben entweder einzelgängerisch oder in einem engen Familienverband. Männchen und Weibchen bleiben ein Leben lang zusammen. Man kann sie nicht voneinander unterscheiden, nur die Biber selbst wissen, wer Männchen und wer Weibchen ist. Für die Natur ist er ein Segen. Wo er Dämme baut und Teiche anlegt, steigt das Grundwasser und die Pflanzen wachsen besser. Das Fällen der Bäume sorgt für Licht und Wärme auf dem Waldboden und seine Teiche sind wertvolle Biotope voller Leben. Das Naturschutzgebiet, das sich die Biber als Heimat ausgesucht haben, wirkt wie ein undurchdringlicher Dschungel. Kaum zu glauben, dass dieser Dschungel winzig klein inmitten eines Industriegebietes liegt. Das Wasser formt in der Schweiz Landschaften, die man hier nicht ohne weiteres erwarten würde. Moore. Im Biosphärenreservat Entlebuch zwischen Bern und Luzern gelegen, existieren mehr als 100 Moore und Hochmoore. Sie entstanden nach der letzten Eiszeit vor rund 10.000 Jahren. Im Lauf der Zeit wurden große Moorflächen trockengelegt, weil Menschen das Land brauchten oder sie bauten den Torf ab, um damit zu heizen. Doch im Entlebuch blieben 2000 Hektar Moore erhalten. Ein einzigartiger Lebensraum. Unscheinbar und doch etwas Besonderes. Das Alpenrispengras ist auf kurze Sommer eingerichtet. Es bildet keine Samen aus, die dann umständlich keimen müssten. Das Gras ist lebendgebärend und entlässt fertige Keimlinge in die Welt samt Pflanzengrün und Wurzeln. Irgendwo in diesem Bild hat sich ein Tier versteckt. Diese grüne Huschspinne ist ein Weibchen, leicht erkennbar am komplett grünen Tarnkleid. Männchen tragen einen roten Streifen auf dem Rücken. Nicht alle Insektenjäger haben Beine. Weiß oder violett blüht das Fettkraut. Größere Tiere wie der Teichmold haben vor ihm nichts zu befürchten. Für Insekten sind die Blätter des Fettkrautes jedoch eine Todesfalle. Die Pflanze verdaut die Insekten bei lebendigem Leib. Das gilt auch für den Sonnentau. Mit klebrigen Drüsen fängt er seine Beute. Auf Fleischmahlzeiten ist der Sonnentau angewiesen. Die mageren Böden des Moores bieten ihm nicht genug Nährstoffe. Die Moore sind überaus feuchte Landschaften entstanden, unter anderem durch Regenwasser, das nicht versickert. Eine völlig andere Landschaft im Entlebuch wurde ebenfalls durch Regenwasser geformt, durch fließendes. Das Regenwasser hat hier aus einem Kalkgebirge
eine bizarre Landschaft herausgewaschen. Die Schrattenfluh entstand aber nicht wie die Schluchten der Alpen, in dem Wasser den Fels mit winzigen Quarzteilen abschleifte. Die Schrattenfluh entstand durch Chemie. Das leicht saure Regenwasser löst den Kalk auf und lässt Risse und Furchen entstehen. Die Schrattenfluh ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Rund 250 Kilometer Höhlen haben Forscher bisher entdeckt. Aber wahrscheinlich durchziehen die Schrattenfluh noch wesentlich mehr Löcher, Schächte und Gänge. Am Höhlenboden eine Überraschung. Abdrücke von Meeresmuscheln und Korallen. Unvorstellbar, dass es hier, tief unter der Erdoberfläche, vor vielen Millionen Jahren einmal so ausgesehen hat. Wohin das versickerte Regenwasser fließt, war lange ein Rätsel. Zum Teil legt es noch beachtliche Strecken zurück. Unterirdische Flüsse leiten es in den fast 20 Kilometer entfernten Thunersee. Der Thunersee ist einer von fast 1500 Seen in der Schweiz. Von den kältesten Bergseen abgesehen sind sie meist artenreiche Biotope. An einigen Schweizer Seen, hier dem Sempacher See, lebt ein höchst umstrittenes Tier. Anglern und Fischwirten treibt es sogar die Zornesröte ins Gesicht. Der Vorwurf, das Tier fräße zu viel Fisch und räume die Gewässer leer. Der Kormoran besuchte früher einmal als Zugvogel die Schweiz. Er blieb nur für kurze Zeit und verschwand wieder. Doch dann beschlossen immer mehr Kormorane, die Schweiz nicht mehr zu verlassen. Die Zahl der Brutpaare stieg auf mittlerweile etwa 1500. Am Sempacher See brütet eine recht kleine Kolonie auf 3 oder 4 Bäumen. In den Nestern sitzen zwischen 2 und 4 Küken. Bei den Kormoranen herrscht Arbeitsteilung. Ein Elternvogel bewacht die Brut, wärmt sie bei Kälte und spendet Schatten bei Hitze. Das zweite Elterntier schafft unermüdlich Futter heran. Die Küken betteln um Futter, indem sie den Schnabel des Altvogels anstupsen. Der Altvogel bewahrt die gefangenen Fische in seinem Kehlsack auf, den das Küken schnell leerräumt. Das größte Küken hat die besten Überlebenschancen, denn nicht jedes Küken kommt durch. Die kleineren müssen aufpassen, dass sie beim Futter nicht zu kurz kommen. Das Leben in der Brutkolonie hat einen Nachteil. Man weiß nie, was alles von oben kommt. Dass der Kormoran die Seen überfischt, konnte wissenschaftlich noch nicht bestätigt werden. Aber selbst wenn es so wäre, er wird sich von den Schweizer Seen nicht mehr vertreiben lassen. Die Aare fließt langsam, aber sicher ihrem Ende entgegen. Je weiter sie vorwärts fließt, umso dichter besiedelt ist das Land. Kleine, urige Städtchen wie das hübsche Büren säumen ihre Ufer. Ihr Durchfluss ist jetzt weitgehend kanalisiert und reguliert. Aber die Aare hat zwei Gesichter, ein zahmes und berechenbares und ein wildes, ursprüngliches. Neben dem kanalartigen Fluss
existieren über viele Kilometer wild romantische Flussabschnitte. Im schweizerischen Koblenz ist es dann soweit, die Aare mündet in den Rhein. Eine Ungerechtigkeit, die Aare führt eigentlich mehr Wasser. Daher müsste der Rhein ein Nebenfluss der Aare sein und nicht umgekehrt. Ein paar Kilometer stromaufwärts zeigt der sonst eher gemächliche Rhein, dass er durchaus zu Dramatik fähig ist. Dabei wirkt der mächtige Strom erst einmal eher idyllisch, fast wie ein kleiner Bergbach. Doch die Vögel tun gut daran, dicht am Ufer zu bleiben, denn in der Flussmitte ist die Hölle los. Kubikmeter Wasser stürzen hier im Sommer in jeder Sekunde herab. Damit gehört der Rheinfall zu den größten Wasserfällen Europas, auch wenn er mit 23 Metern Höhe gar nicht einmal der höchste ist. Aber mit Sicherheit gehört der Rheinfall zu den imposantesten Naturwundern der Schweiz. Dass diese Pracht noch existiert, ist reines Glück. Schon mehrere Male sollte der Rhein durchgehend schiffbar gemacht werden. Ein Rheinfall war da nur im Weg. Doch aus all diesen Plänen wurde nichts. Heute gilt der Rheinfall nicht mehr als störend, sondern als einer der spektakulärsten Orte Europas, den man unbedingt gesehen haben muss. Ob bei Tag oder bei Nacht. Die Reise des Wassers durch die Schweiz ist eine Reise durch abwechslungsreiche, wunderschöne Landschaften und grandiose Naturräume. Alles Leben hängt von diesem Wasser ab, auch das der Menschen, die es trinken oder mit ihm Felder bewässern und Energie erzeugen. Ohne das Wasser aus den Alpen wäre das Leben, wie wir es kennen, in der Schweiz und in Europa unmöglich. Sorgen bereiten daher die Alpenwinter, die trockene werden, die immer wärmeren Sommer, das atemberaubende Tempo, mit dem Gletscher verschwinden. Doch die Natur, die in einem dicht besiedelten Land wie der Schweiz ihre Refugien findet und trotz allem gedeiht, lehrt vielleicht eine wichtige Lektion. Der Klimawandel wird tiefgreifende Veränderungen bringen, aber die Natur wird sich anpassen.